Evolve ist die nächste Stufe der Shooter-Evolution. Ein Team von 4 spielergesteuerten Jägern gegen ein mächtiges spielergesteuertes Monster. Oder 4 gegen 1. Erlebt intensive Online-Jagden oder schärft offline eure Fähigkeiten. Aber wie ihr auch spielt, keine Partie gleich der anderen. Das Spielfeld ist nicht nur ausgeglichen, sondern auch ausgesprochen gefährlich. Für Adrenalin ist gesorgt. Wenn ihr überleben wollt, passt jetzt besser auf, damit ihr wisst, was euch erwartet. Arbeitet als Jäger zusammen im Team oder entwickelt euch als Monster und geht allein auf die Jagd. Beide Seiten können siegen, doch nur die Stärksten überleben. Wählt eure Seite. Ich habe gerade mit der Kommandeurin der Kolonie gesprochen. Das hier kann man nicht mehr als Tierproblem bezeichnen. Wir sind ab jetzt ein Rettungsteam. Macht euch fertig. Willkommen auf Shea. Lasst euch von der Schönheit der Natur nicht täuschen. Jedes Lebewesen hier, ob klein oder groß, kann euch das Leben zur Hölle machen. Oder noch weit mehr. Wenn ihr hier jagen wollt, dann müsst ihr hart im Nehmen sein. Oder verrückt. Und da kommen sie ins Spiel. Auf Shea ist das tödlichste Jägerteam der gesamten Galaxis eingetroffen. Das tödlichste und das exzentrischste. Die Jäger sind ein Team aus 4 einzigartigen Klassen. Assault, Trapper, Medic und Support müssen zusammenarbeiten, um das Monster zu verfolgen, festzunageln und zu töten, bevor es sich zu Phase 3 entwickelt und sie vernichtet. Es gibt jeweils 3 Charaktere pro Klasse mit individueller Ausrüstung. Das macht insgesamt 12 Jäger. Jede Klasse hat eine bestimmte Aufgabe innerhalb des Teams und wenn alle zusammenarbeiten, wird das Team zu einer unaufhaltsamen Macht. Der Assault hat eine Vorliebe für Zerstörung und den Finger immer am Abzug. Mit seinem stattlichen Arsenal tödlicher Waffen und Sprengmittel teilt er im Team den meisten Schaden aus. Auch dem Medic sind Fronteinsätze keineswegs fremd. Er hält das Team mit Erster Hilfe und Wiederbelebungen im Kampf. Wenn ein Trapper ein Ziel vor Augen hat, gibt es kein Entkommen mehr. Mit verschiedenen Hilfsmitteln führt er die Jäger zu ihrer Beute und seine Mobile Arena lässt sie nicht mehr entkommen. Wenn es Zeit für eine kleine Stärkung ist, kommt der Support ins Spiel. Er kann das Team als Ganzes verstärken oder teilt mit seinen schweren Waffen selbst ordentlich aus. Erfüllt jeder Jäger seine Aufgabe, arbeiten alle gut zusammen und kommunizieren effektiv, dann können sie als Sieger aus dem Kampf hervorgehen. Bist du dir da absolut sicher? Diese Kreaturen haben die Sicherheitskräfte der Kolonie in weniger als einer Woche ausgelöscht. Wir haben es hier offensichtlich mit weit mehr als nur wilden Tieren zu tun. Alles klar. Die Jäger mögen zahlenmäßig überlegen sein, aber das Monster ist auch allein ein mehr als ebenbürtiger Gegner. Es gibt 3 bekannte Arten von Monstern. Der Goliath hinterlässt eine Spur aus Feuer und Verwüstung. Er ist eine wilde Bestie, unglaublich stark und ebenso brutal. Der Krake ist ein Räuber, der aus der Entfernung jagt. Er stürzt sich von oben auf seine Beute und tötet sie mit dunkler Energie und schrecklichen Tentakeln. Der Geist schlägt aus dem Verborgenen zu. Er ist schnell und nutzt Tarnung und Täuschung, um die Jäger auszuschalten. Monster entwickeln sich, indem sie die wilden Tiere auf Shea jagen und fressen. Je mehr Kreaturen das Monster frisst, desto schneller erreicht es die nächste Phase. Und mit jeder Phase wird es stärker. Es erhält mehr Panzerung, mehr Gesundheit und neue Fähigkeiten. Wenn man seine Stärken richtig einsetzt, kann das Monster zur ultimativen Ein-Mann-Armee werden. Wenn ihr die Jäger seht, dann stellt euch vor, wie es ist, dem fiesesten aller Bossgegner gegenüberzustehen. Denn genau das seid ihr als Monster. Die Jäger sollten Angst vor euch haben. Viel Angst. Evakuierung katapultiert euch mitten hinein in den Kampf um Shea und in einen einzigartigen Kampagnenmodus mit hohem Wiederspielwert, der sowohl online als auch offline im Einzelspielermodus verfügbar ist. Die Kampagne umfasst 5 Tage und sämtliche Karten und Modi des Spiels. An jedem Tag wird auf einer anderen Karte ein anderer Modus gespielt. Der Ausgang der Kämpfe hat direkten Einfluss auf die Ereignisse am nächsten Tag. Töten die Jäger das Monster, können sie beispielsweise gepanzerte Geschütztürme oder weitere Verbündete erhalten. Zerstört das Monster das Ziel, bekommen es die Jäger in der nächsten Mission vielleicht mit menschenfressenden Aalen zu tun. Es gibt in Evakuierung über 800.000 mögliche Kombinationen. Erwartet also das Unerwartete. 5 Tage rumballern? Gesichter wegschmelzen? Das ist doch kein Urlaub!
Das ist ein beschissenes Paradies. Im Modus Jagd muss das Monster den Jägern lange genug entgehen, um es auf Phase 3 zu schaffen und dann das Zielobjekt der Karte zu zerstören. Die Jäger müssen zusammenarbeiten, um das Monster aufzuspüren und zu töten. Erwischt die Bestie sie zuerst, ist die Partie verloren. Im Modus Nest müssen die Jäger die Eier des Monsters zerstören, bevor die Zeit abläuft. Das Monster kann Eier ausbrüten, um einen Diener zu erhalten, mit dem es dann zusammen die restlichen Eier vor den Jägern schützt. Im Modus Rettung dreht sich alles um das Überleben von Zivilisten. Das Monster muss die Kolonisten töten, bevor die Jäger sie zum Evakuierungspunkt bringen können. Im Modus Verteidigung sind ein paar Generatoren alles, was zwischen dem Rettungsschiff und den Monstern steht. In dieser letzten großen Schlacht müssen die Jäger die Generatoren vor einem Phase 3 Alpha-Monster und seinen Dienern schützen. Alle Spielmodi von Evolve stehen sowohl online als auch offline zur Verfügung. Der Kampf um Shia steckt also voller Möglichkeiten. Werdet ihr die Kolonie retten? Oder werdet ihr das Monster sein, das sie vernichtet?